Hey, vor ein paar Tagen habe ich euch aufgerufen, in die Kommentare eine kleine Einsatzgeschichte über euch selbst oder euren Lieblings-YouTuber zu schreiben. Und holy moly, da kam einiges zusammen. Diese Antworten habe ich gesammelt und in einem Drehbuch zu einer zusammenhängenden Geschichte kombiniert. Durch einen Kommentar, liebe Grüße Sinlux, fiel das Setting des Kurzfilms auf den Wilden Westen. Und so habe ich mit Kollegen aus meinem Bauteam in den letzten Tagen eine Westernstadt gebaut, eure Minecraft-Skins bearbeitet und eure Kommentare schlussendlich filmisch aufbereitet. Und wie das alles nun fertig aussieht, das seht ihr jetzt. Unser Leben als Teenager ist so unbeschwert. Wie nice ich heute wieder aussehe. Ja, das stimmt. Leute? Leute? Hilfe! Schau mal! Mein Boyfriend! Hilfe! Sheriff, Sheriff! Der Dampflokkiller ist zurück! Ich gucke. Platz da! Mach mal Platz für den Sheriff! Also, haben wir schon eine Spur? Der Mörder ist direkt hinter Ihnen, Sheriff! Spekulation! Nichts als Gerüchte! Bitte gehen Sie weiter! Hier gibt es absolut nichts zu sehen! Weg ist er! Na also, Fall gelöst! Tudelü! Ach, so schön, dass es endlich mit dem Frühstück geklappt hat. Absolut, du sorgst es. Oh, das habe ich so nötig gehabt, Mann. Endlich etwas Urlaub, kein Stress mehr. Einfach mal ein bisschen entspannen. Oh, Hände hoch! Das ist ein Überfall! Weihnachtsmann! Ich drehs Kotzen. Bitte gehen Sie weiter! Hier gibt es absolut nichts zu sehen! Anzeige ist raus. Bitte nicht! Einfach beschaffen! Herr Lippes, hiermit erteile ich Ihnen die Höchststrafe. Das Tragen von Kleidung. Nein, bitte nicht! So, kommen wir zum nächsten Fall. Herr Pohmann, Ihnen wird zur Last gelegt, das Opfer in einem weihnachtlichen bis auf den Tod-Duell mit einer nicht zugelassenen Waffe angegriffen zu haben. Schwein! Ich nehme an, Sie sind mit dem Ankläger weder verwandt noch verschwägert. Einspruch, euer Ehren!
Diese schamlose Fragerei ist an Dreistigkeit ja wohl nicht mehr zu überbieten. Gib's hier. Der ganze Fall ist eine Farce, eine Peinlichkeit, eine einzige Blamage. Ich verlange unverzüglich die sofortige Einstellung des Verfahrens und die Freilassung meines Mandanten. Verdammt nochmal, wovon sprechen Sie eigentlich? Keine Ahnung. Ich dachte, ich probier's mal. Bitte gehen Sie weiter! Hier gibt es absolut nichts zu sehen! Ich bin frei, immer nackt! Das war zu viel Dynamit, du Idiot! Was? Das sind doch die Tortelloni-Brüder. Sehen Sie, Deputy, den Fall habe ich auch noch gelöst. Schreiben Sie das mal schön mit, dann lernen Sie noch was. Alles klar, Chef. Das ist alles deine Schuld. Was? Fröhliche Weihnachten! Und gute Rutsche für you! What is Christmas? Christmas is for caring. What is Christmas? Christmas is for sharing. What is Christmas? Can't you guess?